Liebe Kolleginnen und Kollegen am LMU-Klinikum, mehr als 10.000 von Ihnen haben sich schon gegen Covid-19 impfen lassen. Ein paar sind immer noch skeptisch und deshalb habe ich jemanden mitgebracht, der Sie vielleicht überzeugen kann. Herzlichen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Wir sind uns gerade bei einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Klimawandel und Gesundheit begegnet und gerne komme ich der Aufforderung nach, etwas zum Thema Impfen zu sagen. Impfen ist für mich kein neues Thema, weil ich vor vielen Jahren, als ich selber noch in der Uniklinik in Berlin gearbeitet habe, in der Kinderheilkunde viel geimpft habe und natürlich auch immer die Gespräche drumherum geführt habe. Denn es ist richtig und wichtig, dass Menschen Fragen haben und dass sie vor allen Dingen wissen, wo sie relevante Informationen bekommen und wie gerade auch in Corona-Zeiten eine Menge Bullshit auch unterwegs ist, ich sage es so offen. Wir haben nicht nur eine Pandemie, wir haben auch eine Infodemie. Viele verunsichernde Informationen kursieren im Netz, zum Teil mit atemberaubenden Klickzahlen. Warum bin ich überzeugt, dass Impfen sinnvoll, sicher und solidarisch ist? Zum einen bin ich damit ja nicht alleine. Die absolute Mehrheit von Ihnen hat sich schon dafür entschieden. Und es geht, glaube ich, nur um ein paar hundert Menschen, die noch nicht geimpft sind. Die Argumente dagegen sind immer wieder ähnliche. Zum Beispiel, wussten Sie, dass es Impfgegner schon in den 50er Jahren gab? Ich rede nicht von 1950, sondern von 1850. Als die Pockenimpfung aufkam, gab es schon ziemlich ähnliche Argumente wie heute. Zum Beispiel auch dieser Mythos, dass Impfen irgendwie unfruchtbar macht, gab es auch schon bei der Poliopandemie. Das heißt, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte des Impfens beschäftigt hat, weiß man, dass diese Fronten, diese Kämpfe uralt sind. Nun kam ein Impfstoff in sehr, sehr schneller Zeit in die Welt. Und manche dachten, oh Gott, wer weiß, wie lange der getestet wurde. In Deutschland wurde nicht an der Zulassungsgenauigkeit gespart. Da haben wir uns unterschieden von anderen Ländern. Da waren wir langsam, aber gründlich. Die Sorge, dass Langzeitschäden auftauchen, von denen man noch bisher nichts wusste, kann ich insofern auch gerne erklären, was ist eigentlich ein Langzeitschaden? Ein Langzeitschaden ist nicht ein Schaden, der nach langer Zeit plötzlich wie aus dem Himmel auftaucht, sondern es ist ein Schaden, der schnell einsetzt im kausalen, also im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung, auch im zeitlichen Zusammenhang und dann eben lange nicht mehr weggeht. Das ist ein Langzeitschaden. Und deswegen wissen wir über kaum einen Impfstoff der Welt so gut Bescheid, wie über die, die wir jetzt gerade die letzten Monate eingesetzt haben, weil die unter extrem guter Beobachtung stehen. Und wir wissen zum Beispiel auch ziemlich genau, auch bei Dingen, die scheinbar riskant sind, wie die AstraZeneca-Impfung, wie die Größen- und Mengenverhältnisse sind. Natürlich unterscheidet sich das ein bisschen nach den Altersgruppen, aber nur mal so eine grobe Zahl. Wenn man 1 Million Menschen einem Risiko aussetzt, dann nennt sich das Mikromord. Das ist bei Astra 3 auf 1 Million. Autofahren über 500 Kilometer ist zum Beispiel riskanter. Es sterben sogar statistisch mehr Menschen an Kugelschreibern, die sie teilweise verschlucken in Deutschland, als an dieser Impfung. Das heißt, wir haben oft Angst vor den falschen Dingen. Und wir vergleichen auch zwei Gruppen, die eigentlich nicht zusammengehören. Wir denken, im Moment bin ich doch gesund, warum soll ich denn jetzt bitte ein Risiko eingehen? Der gedankliche Fehler ist, nur weil ich jetzt gesund bin, heißt das nicht, dass ich auf Dauer gesund bleibe. Gerade Menschen im Gesundheitswesen haben natürlich mit schwerkranken Menschen zu tun und sind deswegen einerseits dort genau, wo die hochinfektiösen Menschen sich versammeln und auf der anderen Seite haben sie auch eine besondere Verantwortung für andere. Da kommen wir gleich zu. Aber wie ist das Risiko der Erkrankung? Das ist ungefähr 1.000 pro 1 Million, die daran sterben. Mit anderen Worten ist es eine sehr einfache Rechnung. In welcher Gruppe wäre ich lieber? Bei der mit 3 Toten oder bei der mit 1.000 Toten bei der gleichen Anzahl? Und man muss es sogar brutal sagen, wir haben immer gedacht, ach ja, wir reden über die Zeit nach Corona. Diese Zeit wird nicht kommen, weil Corona ist da und wird auch nicht mehr ganz weggehen. Pandemie heißt nämlich, es ist eine weltweite Krise und wie wir es auch mit den verschiedenen Mutanten gesehen haben, weil es immer noch keine faire Impfstoffverteilung weltweit gibt, kommen immer wieder neue Varianten dieser Viren zu uns zurück. Gesundheit ist global, Gesundheit ist ansteckend und global heißt eben auch hier. Früher hatte man mit all diesen Tropenerkrankungen nichts zu tun, wenn man nicht in die Tropen ging. Heute in der globalisierten Welt kommen diese Keime früher oder später alle zu uns zurück. Das heißt also, man ist entweder genesen oder geimpft. Und deswegen mein großer Wunsch, dass Sie verstehen, dass das eigentliche Kernstück von dem, was mich am Impfen immer so begeistert hat, das ist, was
leider die Veterinäre, die Tierärzte immer Herdenimmunität nennen. Ich finde das viel bessere Wort Gemeinschaftsschutz. Warum Gemeinschaftsschutz? Weil Impfen nie etwas war, was ich nur für mich tue, sondern ich tue es immer auch für andere. Warum? Weil ich dadurch sicher gehen kann, dass ich selber keinen schweren Verlauf mehr bekomme. Und das haben alle zugelassenen Impfstoffe rauf und runter bewiesen. Keiner von den Menschen, die an Corona, Covid-19 verstorben sind, war unter den Geimpften. Zum Zweiten schütze ich dadurch, dass ich die Erkrankung nicht mehr in großem Ausmaß kriegen kann, alle anderen, mit denen ich Kontakt habe. Und das ist der eigentliche Clou am Impfen, das Solidarische, das Füreinander-Dasein. Und da frage ich mich, wenn nicht im Gesundheitswesen, wo sonst müsste man diesen Gedanken als allererstes haben? Wir sind dafür angetreten, Leben zu schützen, Gesundheitsgefahren zu erkennen und abzuwehren und manchmal auch schlechte Nachrichten zu übermitteln. Aber die schlechteste Nachricht, die einer von uns übermitteln müsste, ist doch, ich habe sie angesteckt. Sie waren immunsupprimiert, sie hatten gerade ein neues Organ, sie waren vielleicht aus anderen Gründen empfänglich für diese Erkrankung. Und weil ich nicht geimpft war und auch mir diese Erkrankung zwar nicht geschadet hat, aber die Viren sich munter in meinem Rachen mit meinem Aerosol auf sie übertragen ließen, habe ich sie leider vielleicht sogar tödlich angesteckt. Und das wäre ein sehr, sehr hoher Preis. Deswegen an alle, die jetzt noch wankelmütig sind, informieren Sie sich. Ich bin immer für eine freie Impfentscheidung gewesen, aber informieren Sie sich an den Quellen, wo Sie wissen, wer dahinter steht. Das ist zum Beispiel die Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist die Seite vom Robert-Koch-Institut. Das ist die Seite auch Gesundbund vom Gesundheitsministerium, vom BMG. Es gibt gute Quellen. Meine persönlichen Favoriten sind die Kollegen vom WDR, vom Westdeutschen Fernsehen, für das ich auch arbeite, von Quarks und Co. Ich finde, die machen die beste, auch illustrierte, animierte Impfaufklärung, also quarks.de, entweder bei Insta oder auch die YouTube-Videos sich anzuschauen. Da kriegt man wirklich sehr, sehr fundiert und anschaulich verständliche Informationen. Die Informationen alleine sind es nicht. Man braucht das richtige Gefühl, das Gefühl, auf der richtigen Seite zu sein. Und das habe ich, seitdem ich zweimal geimpft wurde. Wir haben lange über Nebenwirkungen geredet. Viele haben sogar einfach die Impfreaktion als eine Nebenwirkung falsch deklariert. Ich habe mich gefreut, als ich ein bisschen reagiert habe im Körper. Wie Sie in der ARD-Mediathek nachschauen können, war ich nämlich auch Teil einer Impfstudie als Impfverband. Da habe ich nichts gespürt. Wie ich im Nachhinein erfuhr, war ich auch dooferweise in der Placebo-Gruppe. Einen wirksamen Impfschutz zu haben, ist eine unglaubliche Befreiung. Ich erinnere mich noch heute an den Tag, wo ich endlich meine Eltern wieder in den Arm nehmen konnte. Ich erinnere mich an den Tag, wo ich in einem Raum war mit Menschen und wir haben uns auf Abstand auch entschieden, die Masken abzunehmen und wieder Gesichter zu sehen, weil alle schon wirksam geimpft waren. Impfen ist der beste Weg raus aus dieser Pandemie, die noch lange nicht ausgestanden ist. Und deswegen ein riesen Dankeschön an alle Pflegefachkräfte, die in den letzten Monaten und ja, über ein Jahr lang wirklich Außergewöhnliches geleistet haben. Sie waren für mich wirklich die entscheidende Größe. Wir dachten immer, wir brauchen Beatmungsgeräte. Nein, wir brauchen Menschen, die wissen, wie Beatmungsgeräte funktionieren. Und vor allen Dingen brauchen wir Menschen, die wissen, wann ein Patient die braucht, wann es einem schlecht geht, wann man die nächste Stufe sozusagen in der Behandlung haben muss. Und wir haben auch gesehen, dass nur Geräte alleine die Menschen nicht retten. Das Wirksamste, was wir in dieser Pandemie wirklich zu bieten haben, ist die Impfung. Das Abstand halten, Hände waschen, all diese scheinbar banalen Dinge, die man unter Public Health, unter öffentlichem Gesundheitswesen oft gering geschätzt hat, die haben uns in dieser Pandemie geholfen, nicht mehr Menschen dem Tod überlassen zu müssen. Und deswegen, Impfen ist sinnvoll, es ist sicher, es ist solidarisch. Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung. Ihr Eckart von Hirschhausen. Lieber Eckart von Hirschhausen, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, dass Sie auch noch die letzten 500, die noch nicht geimpft sind, am LMU-Klinikum überzeugt haben.